Anfang 2022 hat die Stadt Lauchhammer den Verein Wertewandel mit der Organisation eines Quartiersmanagements für die Bereiche der Neustädte 1, 2 und 3 sowie des Stadtzentrums beauftragt. In dieser Zeit haben Lilly Teich und Vivien Eichhorn so einiges bewegt und entwickelt. Nach einer Einwohnerbefragung zum Projektbeginn wurde ein Quartiersrat gegründet, ein Aktionsfonds eingerichtet und zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen durchgeführt. Auch das Stadtteilfest am 17. Mai 2023 in der Neustadt 1, unterstützt von der Generationswohnungsgenossenschaft GWG Lauchhammer, hat erneut gezeigt, wie mit relativ wenigen Mitteln das Quartier belebt werden kann. Heute haben wir hier ein Stadtteilfest organisiert, weil wir letztes Jahr uns schon mal hier getroffen hatten und die Anwohner sich gewünscht haben, dass wir wiederkommen und Musik mitbringen. Das haben wir gemacht. Es gibt heute auch Getränke und Speisen, Toiletten, Hüpfburgen, alles, was das Herz begehrt. Ein wichtiges Anliegen des Quartiersmanagements ist es, Jung und Alt zusammenzubringen. Das ist bei diesem Stadtteilfest auf dem Spielplatz zwischen Richard-Wagner-Straße und Grundhofstraße wieder sehr gut gelungen. Auch Bürgermeister Mirko Buhr nutzte diese Gelegenheit, um mit den kleinen und großen Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank an das Quartiersmanagement, welches wieder wirklich organisatorische Höchstleistung hier an den Tag gelegt hat. Dankeschön dafür auch an das Quartiersmanagement für die geleistete Arbeit. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach mehr über das Quartiersmanagement erfahren möchten oder auch Termine vom Quartiersmanagement erfahren möchten, dann schauen Sie einfach auf unserer Homepage www.lauchhammer.de einfach mal vorbei. Dankeschön nochmals. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag. Ein Highlight im Jahr 2022 war beispielsweise ein Quartiersfrühstück auf dem Dietrich-Hesmer-Platz. Dieses Event ist so gut angenommen worden, dass es 2023 fortgesetzt wird. Letztes Jahr haben wir auch ein gemeinsames Frühstück veranstaltet auf dem Markt hier in Lauchhammer mit allen Lauchhammeranern zusammen. Das ist auch sehr gut angenommen worden. Deswegen wird das dieses Jahr wieder stattfinden am 3. September. Vielleicht wieder auf dem Dietrich-Hesmer-Platz oder im Stadtgarten. Der Ort wird noch bekannt gegeben.